Kreuzfahrt. Der Dr. Gregor Gysi. Herzlich willkommen zur Vollversammlung im Wintersemester 2018-2019. Um 14.18 Uhr eröffnete Marcel Zahn, Mitglied des Tagungspräsidiums, die Vollversammlung. Mit 340 Anwesenden war die VV auch in diesem Semester leider nicht beschlussfähig. Nachdem der Tagesordnung zwei Anträge hinzugefügt und einer gestrichen wurde, wurde diese bestätigt und es konnte losgehen. Zum Anfang gab es zwei Infotops. Als erstes rief Finja Schlingmann vom AStA alle Erstis dazu auf, sich umzumelden. Danach bat Lukas Thiel, der Wahlleiter der studentischen Gremienwahlen, um Beteiligung bei der Umsetzung der im Januar stattfindenden Wahlen von Stupa und Fachschaftsräten. Ganz grundlegend geht es um die Wahl von mehreren Gremien. Daraufhin folgten die Anträge. Als erstes stellte Nils Hartwig seinen Antrag vor, in dem er forderte, dass die Verteilung der Wohnsitzprämienmittel nicht mehr auf der Vollversammlung beschlossen werden soll. Dies solle nun komplett in die Hände der AG Wohnsitzprämie oder eines vergleichbaren Ausschusses fallen. Quasi auch die Macht der Vollversammlung ein Stück weit einschränken. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Der zweite Antrag zur Umbenennung unserer Universität in Heinrich-Rubenow-Universität wurde nicht debattiert, da die Antragstellerin nicht anwesend war. Per Geschäftsordnungsantrag wurde ein Schluss der Debatte ohne Endabstimmung beschlossen. So schloss sich gleich der nächste Antrag an, welcher den Wunsch nach Steckdosen in den Hörsälen in der Rubenowstraße äußerte. Dieser Antrag wurde mit zwei Änderungsanträgen angenommen. Im Anschluss folgte ein Antrag, der die Akzeptanz von Studentenverbindungen als Bestandteil der studentischen Kultur zum Ziel hatte. Nach zwei Stunden Diskussionen und vielen abschweifenden Änderungsanträgen fand man irgendwann zum Originalantrag zurück, welcher schlussendlich angenommen wurde. Wir hoffen, ihr habt schon viel davon gehört und sind froh über jeden. Der Infotop über den DKMS-Registrierungsaktionstag der Kapufaktur wurde vorgezogen. Er fand am 7. November statt. Kuchen abholen oder Red Bull, wenn die noch da sind. Im nächsten Antrag wurde gefordert, dass die Universität dem Projekt HochN beitritt. Dieses Netzwerk fördert nachhaltige Entwicklung an Hochschulen und geht von der Uni Hamburg aus. Der Antrag wurde ohne große Diskussion angenommen. Beim nächsten Top gab es wieder mehr Diskussionsbedarf. Im Antrag wird um die Unterstützung der Initiative Seebrücken – Schafft sichere Häfen durch die Studierendenschaft gebeten. Neben Zustimmung gab es Bedenken, ob die Studierendenschaft sich politisch positionieren sollte. Vor allem der Kommentar eines mittlerweile zurückgetretenen AStA-Referenten sorgte für ordentlich Stimmung im Saal. Am Ende wurde der Antrag angenommen. Der Antrag, dass die Einschreibung der Sportkurse erst ab 20 nach 4 möglich ist, wurde abgelehnt. Im nächsten Antrag forderte die Partei das Aufstellen von Kaffee- oder Bierautomaten in Universitätsgebäuden. Nach Einreichung von 10 Änderungsanträgen wurde sich für die Bierautomaten stark gemacht und der geänderte Antrag wurde angenommen. Mit Getränken befasste sich auch der folgende Antrag. Dieser warb für Trinkwasserspender in der Uni, welche kostenloses, gefiltertes Leitungswasser zur Verfügung stellen sollten. Dieser Antrag stieß auf allgemeine Zustimmung. Die darauffolgenden Antragstellerinnen machten sich für wiederverwendbare Müllbeutel auf den Toiletten stark. Nach einigen Nachfragen zur Handhabung und Hygiene wurde der Antrag angenommen. Knapp ein Dutzend Mitglieder der Studentenclubs stellten einen Antrag zur Wiedereinrichtung ihrer Rücklagen. Dieser Haushaltstopf solle ihnen nach der Abschaffung im letzten Jahr wieder von der Studierendenschaft zur Verfügung gestellt werden. Die VV befürwortete dies. Goswin Schreck, der AStA-Referent für Veranstaltungen, stellte einen Antrag vor, der den Kauf eines Cargo-Bikes für die Studierendenschaft wünschte. Mit der Ergänzung, dass eine Finanzierung durch WSP-Mittel geprüft werden soll, wurde der Antrag angenommen. Der nächste Antrag forderte, aus der Vollversammlung ein beschlussfassendes Gremium zu machen. Diese Änderung würde bedeuten, dass Anträge nicht mehr vom Stupa bestätigt werden müssen, sondern die Stupisten lediglich ein Vetorecht hätten. Der Antrag wird ebenfalls angenommen. Der Antrag eines Studierenden zur Schaffung einer Eisfläche in Greifswald wurde mit dem Hinweis, dass dies nicht direkt die Studierendenschaft betreffe, ohne Endabstimmung beendet.
natürliche Eisfläche, wie früher einst, wieder entstehen lässt. Im letzten Antrag beschlossen die Studierenden die Anschaffung eines werfbaren Plüschmikrofons für zukünftige Vollversammlungen. Es folgt ein Infotop über den HOPO-Infoabend des FSR Theologie, der am 22. November stattfindet. Die Sitzung endete um 8:15 Uhr. Den genauen Ablauf der Vollversammlung könnt ihr im Ticker des Webmoritz nachlesen.